Ja, so, dann werde ich den Schalter jetzt mal einbauen. Ich habe hier so ein LED-Panel unter der Decke und bisher kann ich das nur hier mit der Fernbedienung schalten. Und ja, ich wollte da jetzt auch mal eine Sprachsteuerung, dass ich das mit Alexa machen kann, an und aus wenigstens. Und dann wollen wir mal gucken. So, dann der Schalter, der kommt dann da oben, da genau zwischen. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr dann Platz dafür habt. Ich zeige euch noch mal eben die Maße. Also lang ist er 8,7 cm, breit ist er knapp 4, so 3,8 und hoch ist er 2,3 cm. So, jetzt ist der Switch oben dran, vor dem Vorschaltgerät hier oder diesem LED-Schaltgerät. Hier bei N kommt das blaue Kabel meist rein, also Neutralleiter, und L, dann das andere, braun, oder bei mir ist es halt gelb. Und so müsste es dann eigentlich schon funktionieren. So, jetzt ist er oben drin. Dann gehen wir jetzt in die EVLink App. Die müssen wir uns einmal runterladen. Ich habe es natürlich jetzt schon installiert. Da müsst ihr euch einmal anmelden. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen drin. Neue Geräte hinzuzufügen. Müssen wir uns einmal den Schalter jetzt in den Pairing-Modus versetzen. Und dazu müssen wir hier diese kleine Taste ein paar Sekunden gedrückt halten, bis das Licht hier schnell grün blinkt. So, jetzt ist er im Pairing-Modus. Können wir dann in der App auf neue Geräte suchen. Ja, er ist in dem Pairing-Modus, haben wir gerade gemacht. Da müsst ihr euer WLAN-Daten nochmal eingeben. Und ihr seht, da hat er schon gefunden. Also ist schon direkt praktisch drin. So, dann müsst ihr den noch umbenennen. So wie ihr den halt per Alexa dann rufen wollt. Ich sage jetzt mal Deckenlicht bei mir. So, Deckenlicht. Okay, jetzt haben wir ihn an. So, dann wollen wir mal schauen, ob es auch wirklich klappt. Oben seht ihr, blinkt grün. Ist hier im Moment auf off. Und ich mache jetzt mal an. Und zack, funktioniert. Sehr schön. So, das war der erste Teil. Das geht jetzt schon mal wunderbar. Dann gehen wir natürlich in die Alexa-App. So, dann gehen wir auf Smart Home. Ihr müsst natürlich den EVLink Skill auch aktivieren in der Alexa App. Ich habe das jetzt natürlich auch schon gemacht, weil ich schon mehrere Geräte habe. Sonst müsst ihr halt hier unter Skills erstmal hier nach EVLink suchen. Das ist dieser EVLink Smart Home Van Skill und den aktivieren. Gut, ich habe das schon. Also bei mir müsst ihr den jetzt schon direkt dann gleich finden als neues Gerät. Hier sind meine Geräte, die ich schon so drin habe. Jetzt gehen wir auf Gerät hinzufügen. Und jetzt müsst ihr eigentlich dieses Deckenlicht finden direkt. Haben wir gerade Deckenlicht genannt. Ja, sehr schön, da hat er es gefunden. Ja, macht er jetzt nicht so. Da Deckenlicht. Alles klar. So, Schalter ist aus. Schalter ist ein. Jetzt ist es angegangen. Also wunderbar. Per Alexa geht es auch. Per Alexa App an und aus.
Ja, und da müssen wir jetzt nur noch gucken, ob es auch per Sprachsteuerung funktioniert. Gucken wir mal. Alexa, Deckenlicht ein. Okay. Ja, wunderbar, super. Ja, das war's auch schon. So ist dann die Einrichtung komplett. Also ihr könnt praktisch jedes Gerät, wo ihr Platz für diesen Schalter habt, könnt ihr das damit dann Smart Home und Alexa fähig machen. Könnt das per App schalten oder per Sprache mit Alexa. Und ja, war jetzt kein großer Akt. Wie gesagt, einfach nur zwischen die Schalter schalten sozusagen. Einmal Kabel rausnehmen und da zwischensetzen und dann funktioniert es auch schon. Deckenlicht aus. Okay. Ja, wunderbar. Sehr schön. Alexa, Deckenlicht ein. Okay. Also von mir echt eine super Empfehlung. Vor allen Dingen für so Geräte, wo man halt keine Birnen auswechseln kann. Ich werde den zweiten Sonoff Switch hier noch an meinen Ventilator im anderen Zimmer machen, dass ich den auch per Sprache ein- und ausschalten kann. Und ja, sehr schön, klare Empfehlung von mir, wirklich cooles Teil. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.